wunderschönen Dienstagmorgen. So, nachdem ich ja gestern das Video hochgeladen habe, waren einige Fragen da. Wegen dem Mikrofon, wegen dem Ton. Ja, der Ton war scheiße. Aus dem einfachen Grund, weil die Dezibel falsch eingestellt waren an meinem Empfänger, Mikrofonempfänger. Und deshalb war das so ein bisschen kratzig und überhaupt, naja. Sorry nochmal, denke mal in diesem Video wieder besser. Ja, ist mir erst später eingefallen, als ich es dann gehört habe. Interstate 44. In 0.2 miles, use the right lane and then slide right onto Oklahoma 66 West. Wo wir da noch rauffahren? Ist eine Mautstrecke, aber. Use the right lane and then slide right onto Oklahoma 66 West. Die nehme ich diesmal und bezahle die Maut, weil. Jede Meile zählt. Continue on Oklahoma 66 West for 3/4 of a mile. So, müssen wir gleich da sein. Knappe halbe Meile noch. Destination will be on the left. Sieht aber noch zu aus, ne? Your destination is on the left. Loading and unloading instruction. Door 7. So. Wo ist jetzt Door 7? Ach, da wahrscheinlich. Your destination.
4, Door 5, Door 6, Door 7. Hier ist Door 7. So, dann gehen wir da mal rein, ne? Bis gleich. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt schon sehen könnt. Mal Lichter. Ja, Ladung ist fertig. Könnte eigentlich schon reinfahren, aber lasse jetzt gerade meinen Region-Dingens durchlaufen, weil habe die letzten Tage den Truck halt öfter lange laufen lassen. Die Klimaanlage, Heizung, bla 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 bla. Kochen, ja, hier Essen machen und so. Batterietechnisch und überhaupt, naja, und deswegen ruft er jetzt so, wir müssen jetzt erstmal den DPF-Filter freibrennen, bevor wir weitermachen. Hab gerade drin Bescheid gesagt, hab eingecheckt und hab gesagt, dauert eine Weile oder einen Moment, sagt er, kein Problem. Alles in Ordnung, wenn ich fertig bin oder wenn der Truck fertig ist, soll ich rumfahren, hier ins Gate reinfahren und dann geht er los, ne? Also, dann sehen wir uns später beim Laden, denke ich mal. Also, bis dann, tschüssi.
fahre jetzt noch mal schnell zur Waage. Weil ich bin mir da nicht sicher, ob das Zeug nicht ein bisschen zu schwer ist. Weil meine Waage hier im Truck ist, sagen wir mal, grenzwertig. So, irgendwo muss jetzt hier eine Waage sein. Hier schon die Ausfahrt. Da müssen wir hin zur Quick Trip. Da fahren wir jetzt hin schnell auf die Waage. Und checken mal das Gewicht. Eastbound, what? Lane, one lane. So. So, wenn ich jetzt zu schwer bin, dann kann ich zurückfahren, kann die ganzen Tabs wieder runter machen, kann die Gurte wieder abmachen und so weiter und so weiter. Und dann kann ich das Ganze nochmal neu drauf machen wieder. Klasse, oder? Naja. So. Jetzt parken wir und unser Scale-Ticket. Hier parken, Scale-Ticket holen. Vielleicht auch noch tanken gleich, würde ich sagen. Aber ist billig. 2,19 € nur. Erstmal vorm Tanken hole ich mein Wegeticket.
gleich. Oh, sieht ganz gut aus. Wo ist denn jetzt mein Quittung hier? Ja, dann tanke ich jetzt noch ein bisschen und dann geht er weiter. Also mittlerweile haben wir es 4.22 Uhr. Ich fahre jetzt zur Flying J tanken und dann machen wir 30 Minuten Pause, Sherry füttern. Dann wollen wir noch ein paar Stündchen fahren. Mal gucken. Auf jeden Fall bis hinter St. Louis möchte ich noch kommen. Jetzt noch 70 Meilen bis St. Louis, also knapp über eine Stunde. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal anhalten und tanken und 30 Minuten Pause machen. Weil die Weile meine Zeit läuft langsam ab, 2 Stunden bis zur Pause und 4 Stunden 21 Fahrzeit. Also wenn ich jetzt anhalte, habe ich noch, sagen wir mal, 4 Stunden, ja, rund 4 Stunden Fahrzeit noch. Ich kann noch 4 Stunden fahren. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Ne, Schnecki? Du hast auch Hunger, ne? Und willst auch raus. Ja, machen wir gleich. Machen wir gleich. Erstmal tanken und dann gerne Reihe. 3,35 $, nee, Quatsch, 2,35 $ Cash. Der Dieselpreis. Hab's schon günstiger gesehen, aber gut. Muss meine Punktekarte, meine Punkte mal wieder ein bisschen auffüllen. Deswegen, sonst würde ich vielleicht noch eine QT tanken. QT Quick Trip ist natürlich viel, viel günstiger als Flying J. Aber das nützt mir ja nichts. Und außerdem brauche ich meine Duschen. Oh. Man versucht ja jeden Tag zu duschen, klappt halt nicht immer. Hast du hier England? Was wartest du? Auf den ersten Tag oder was? Wackel, 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 dackel. Then at 0.6 miles, prepare to use the left lane and turn left onto North Church Street, Missouri Route AF, Highway AF. Fuel and Safety Check haben wir gemacht. Ja, gleich, Nicker, gleich, gleich bist du dran. Ich muss erstmal schnell tanken, Tankquittung holen und dann geht das weiter. Und Jacke anziehen, weil es ziemlich kalt draußen. 44 Grad Fahrenheit. Okay. Ach so, und dann tanken. Ach, guckt euch den Hund an. Geh mal, nein, hör mal auf hier. Ich muss jetzt erstmal hier
Dingens machen. Truck Diesel. Und auf Toilette Musik. Oh Mann, Musik auf Toilette. So, und gucken wir uns mal die Ladung nochmal schnell an. Also. Ja, was denn? Ja. Hat gedeckt. Oh, 100.000 Millionen Grote. Musst du die blaue Plane noch nehmen, weil es sonst nicht reicht hätte. Ja. Ja, Reifencheck machen. Ja. So, sehr gut aus. Sieht doch gut aus. Boah, das läuft ja wieder langsam hier heute, ey. Meine Fresse. Kann ich auch einspringen. So, 30 Minuten haben wir rum jetzt, Pause gemacht und Schneckentier war sich entleeren und füllen, erst füllen, dann entleeren und ich habe mich nur gefüllt. Ja. Ja, jetzt fahren wir noch ein paar Stündchen und mal gucken, wie Sabbertante, guckst du deine eigenen Sabber hinterher oder was? Du bist eine Nase, ey. Boah. Schalten ist doch kein Geheimnis. Also 3 Stunden haben wir noch. 3 Stunden können wir noch fahren. Mal sehen, wie weit wir kommen. Also auf jeden Fall bis hinter St. Louis, denke mal bis Illinois, komme ich heute noch. Wir haben schon dunkel. Es ist jetzt 7.19 Uhr. Wir sind immer noch Central Time. Und ja, bin jetzt auf der Rest Area, oder wir sind jetzt auf der Rest Area stehen geblieben, weil Truckstops sind eh voll um die Uhrzeit und machen Feierabend für heute. Morgen früh geht's weiter und denke mal, dass ich morgen früh eventuell in Boston sein werde. Endlich in Boston. Buffalo, New York. Heike jetzt gesagt, morgen früh. Nee, oder? Egal. Auf jeden Fall morgen Abend irgendwann in Buffalo eintreffen werde. Hab jetzt noch genau nach Navi sind es 11 Stunden 49 Minuten nach Buffalo. Denke mal, hol noch ein bisschen Zeit auf unterwegs, weil der Verkehr ja doch relativ ausgedünnt ist durch die wenigen. Füll der jetzt hier rein? Durch die wenigen. Das ist natürlich doof, ne? Kann ich hier nicht einparken, ne? Ja, kann ich auch nicht viel. Ich stehe ja
Stehe in Ordnung hier. Naja, auf jeden Fall weniger Verkehr ist. Durch weniger Fahrzeuge auf der Straße. Logisch, oder? Was machst du denn? Okay, also in diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi und bye bye.